Hallo und herzlich willkommen zu Sei achtsam. Ich möchte dir heute drei Achtsamkeitstipps zeigen, die du an deinem Schreibtisch machen kannst zwischendurch. Beim Achtsamkeitstraining geht es darum, dass du ein Bewusstsein für das Hier und Jetzt wieder bekommst. Wir sind gedanklich häufig in der Vergangenheit. Meistens beschäftigen uns Probleme, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, immer und immer wieder. Wir denken häufig das Gleiche. Oder aber wir beschäftigen uns gedanklich schon mit irgendwelchen To-Dos aus der Zukunft, was wir alles noch erledigen müssen. Ich höre immer wieder, ich mache morgens meinen Kalender auf und wenn ich die ganzen Termine sehe, weiß ich gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und dann bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, wie schaffe ich meinen Job. Ich möchte dir jetzt drei Tipps zeigen, drei Achtsamkeitstipps, wie du dich da rausnehmen kannst. Beim ersten Tipp geht es um Routinetätigkeiten. Gerade wenn wir immer das Gleiche machen, was uns auch häufig langweilt, sind wir nicht präsent. Indem du die Tätigkeit mit der anderen Hand machst, sprich bist du Rechtshänder, mach es mit deiner linken Hand, bist du ganz präsent im Hier und Jetzt und lässt dich nicht von irgendwelchen Gedanken ablenken oder machst da zusätzlich sogar noch eine zweite Tätigkeit. Es geht wirklich darum, dass du dich nur auf diese eine Tätigkeit konzentrierst. Dadurch entspannst du deinen Kopf und auch deinen Körper, weil es weniger anstrengend für dich ist. Und du wirst sehen, dass du die Tätigkeit viel schneller, ja, und viel entspannter erfüllen kannst. Der zweite Tipp ist, was ich immer wieder höre, ich kriege E-Mails, mein Telefon klingelt, dann meldet sich noch mein Handy mit einer WhatsApp. Mach wirklich nur eins. Entweder du beantwortest E-Mails oder versendest sie, oder du checkst dein Handy oder du gehst ans Telefon auf deinem Schreibtisch. Dein Körper wird wirklich gestresst, wenn er mehrere Dinge gleichzeitig macht. Und der dritte Tipp ist, wenn eine neue E-Mail kommt, wenn es Pling macht oder das Telefon klingelt, geh nicht sofort dran. Nimm dir einen Moment Zeit, deinen achtsamen Moment. Leg deine rechte Hand auf deinen Bauch und atme ganz sanft einmal in deinen Bauch hinein, indem sich die Bauchdecke nach außen wölbt. Und bei der Ausatmung zieh ganz bewusst die Bauchdecke einmal Richtung Wirbelsäule. Vielleicht machst du es noch ein zweites Mal. Einatmen und ausatmen. Und versuch wirklich erst beim zweiten oder beim dritten Klingeln dran zu gehen und auch erst nach dieser kurzen Atmung deine E-Mail zu öffnen. Du entschleunigst deinen Bürojob sozusagen und hetzt weniger durch deine Termine und durch deine To-Dos. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, probier es direkt aus.